Hey ho Leute, wir waren im Urlaub. Jetzt geht's weiter mit dem Arcade-Automat. Naja, zumindest ein bisschen. Aber bevor ich da jetzt weiter mache, muss ich an unseren allanwesenden, allwissenden T.R. eine persönliche Nachricht loswerden. Wie kommst du auf die dämliche Idee, ich hätte ein Problem mit 230 Volt? Und wenn ich die Stecker mit einem Heißkleber ausfülle, wo ist da das Problem? Glaubst du, da läuft so viel Strom drüber, dass das Zeug heiß wird oder irgendwas? Manchmal glaube ich echt, du hast die Weisheit mit Schöpfkellen gefressen. Und zwar die ganz großen, wo wir auf GMF gehabt haben. Mhm. So, das muss ich jetzt loswerden. Was mache ich heute? Ich werde auf alle Fälle die Scheibe gucken, dass ich die Streifen klebe. Naja, ein bisschen was von der Folie ist noch übrig. Ich hoffe, dass das ausreicht. Und oben mache ich dann noch die Beleuchtung auch noch rein. Die Rückwand kann ich hinschrauben dann. Naja, ein bisschen was wird auf alle Fälle vorwärts gehen. Schau mal, was ich alles mache. Ich lege mal los. Zuerst mit der Scheibe. Hehe, aber denk mit. Zuerst den Monitor putzen. Verdammt nochmal, doch die Elektrostatik hat sich doch glatt, wo ich die Folie hinten abgezogen habe, hier gleich noch mal ein bisschen Schmuddel abgesetzt. Ja gut, dann werde ich die Scheibe, ja, die muss ich sowieso nochmal rausschrauben, weil wächst der Folie ja und die Ränder noch ein bisschen abschleifen, weil hier macht es ja einen Buckel. Also muss ich an der Seite noch ein bisschen was wegnehmen, nochmal sauber machen und dann wieder rein. Aber so sieht es dann aus. Ja. Mein Gott, das dauert alles. Tja, Scheibe drin, mit Rändern geklebt, gefällt mir sehr gut. Ha, man sieht mich. Einen Daumen hoch, jawohl. Und wo machen wir jetzt weiter? Gute Frage, nächste Frage, Rückwand neu schrauben. Ne, da muss ich auch noch ein Löchle bohren. Für die Beleuchtung hinten rum und ja. Dann überlege ich gerade, ob ich oben weitermache. Alufolie, doppelseitiges Klebeband, einfach draufklatschen und fertig. Und hey Leute, ich sag's euch, so ein Mist habe ich selten gemacht. Aber egal, ich werde da jetzt dann von der Alufolie lauter Fetzen rausreißen. Und einfach da neibappen, oben wie unten. Und ja, das muss dann einfach ausreichen und fertig. Ja, nicht unbedingt schön, aber definitiv selten. Einfach mal ausgeklebt und ja, Pinöpel für einen Stromanschluss. Den klebe ich hier jetzt auf den Holzpinöpel, was ich mir hier jetzt noch reingeklebt habe, so drauf. Da müsste auch die Fernbedienungsgeschichte mit drin sein. Naja, irgendwie. Und ja, dann lege ich das Ding einfach kreuz und quer da rein. Einmal hinten quer oder zweimal. Ich mache das jetzt einfach. Leute, ich breche zusammen, stecke gerade ein und mach und tu und es geht nichts und habe vergessen, nicht einzuschalten. Yeah! Yes, es ist Maria und Josef. So. Ja, und wie eben mit dieser Fernbedienung kann ich dann verschiedene Dinger machen. Effekte, je nachdem wie man gerade lustig ist und Laune hat. Oder eben auch ganz ausschalten. Oder eben bloß, ne? Blau,
grün, rot, orange, ach was weiß ich. Naja, auf alle Fälle, das geht. Fernbedienung kommt gleich in die Schublade mit rein, wo sie hingehört. Ja, dann bin ich jetzt noch am Überlegen, ob ich jetzt die Scheibe auch mit den Dings klebe oder ob ich mir die vom Folienmenschen komplett kleben lasse. Ja, aber das werden wir dann noch sehen. Gut, unten die Steckdose da hinten habe ich natürlich ausgelassen, damit mir der Raspi jetzt nicht angeht. Weil da habe ich jetzt keine Lust drauf. Wo geht's weiter? Unten drin Subwoofer. Kennt ihr das kleinste bayerische Einheitsmaß? Nein? Ich verrate euch. Ums Arschlecker. Und ums Arschlecker hat das Cinch-Kabel oder das Lautsprecherkabel von oben nach unten ausgereicht. Das zeige ich euch jetzt da unten drin. Und danach hole ich mir einen Nachbarn, beziehungsweise trinke ich erst einen Kaffee. Dann hole ich einen Nachbarn, dann müssen wir den Automaten auf die Böcke hochlegen, dass ich von unten den Subwoofer festschrauben kann. Aber jetzt auch schnell einmal das kleinste bayerische Einheitsmaß betrachten. So, ich hoffe, man kann es sehen. Eieieiei, blöde Bückerei. Na, die Handlampe noch mit rein ein bisschen. Oh. So Leute, ich hoffe, man kann es sehen. Hier kommt das Kabel von oben runter und ihr seht, es ist schon leicht gespannt. Also gerade so, dass es ausgereicht hat. So steht die Subwooferkiste jetzt hier drin. Ja, der Stromkabel kommt noch oben durch. Von unten jetzt noch festschrauben und dann wäre die Subwoofer-Lautsprecher-Geschichte auch erledigt. Es ist vollbracht. Der Lautsprecher oder der Subwoofer ist festgeschraubt. Tja, jetzt bin ich nur gespannt, ob die Soundgeschichte hier vom Raspberry gut genug ist oder ob ich auch eine externe USB-Soundkarte brauche. Aber das werden wir noch rausfinden, weil wenn ich eine externe USB-Soundkarte brauche, ist natürlich blöd, weil alle USB-Steckplätze belegt sind. Naja, aber selbst da wird mir dann was einfallen. Wo machen wir weiter? Hintergrundbeleuchtung. Hinten aus. Mhm. Da liegt sie. Und das ist das Steuerteil mit dem Sensor für die Fernbedienung. Dasselbe Käsekuchen wie oben. Und es sind vier so kurze Stücke, die man hier mit Kabel verbinden kann. Und ja, da gucke ich jetzt mal, ob ich die hier außen entlang kleben kann, unten rum oder naja, wie ich es halt mache. Schauen wir mal. So Leute, das sind jetzt vier so Streifle und ich denke, die werde ich direkt an die Rückwand dran kleben. Das kann ich jetzt sogar noch im ausgebauten Zustand machen. Unten muss ich noch ein Loch zur Kabeldurchführung bohren und dann kann ich die Rückwand einsetzen. Und danach können wir endlich mit dem Joyboard Playfield, ach egal wie es heißt, weitermachen. Erledigt, alles soweit dran. Hier überall so kleine Schläufchen mit Mini Kabelschellen festgemacht. Die Verbindungskabel, ja, das Kabel hier wird gleich noch festgemacht, wenn ich weiß, wie viel Luft ich hier zur Steckdose brauche. Vielleicht kann ich es im geraden Winkel sogar legen, was mir persönlich am liebsten wäre. Ansonsten wird es halt ein bisschen diagonal. Gut, ich setze jetzt die Rückwand hier ein und mache das fest und dann schauen wir uns die Beleuchtung mal an. So, dann gucken wir mal. Strom ein. Oben lichtet es, unten noch nicht. Wieso, weshalb, warum? Und deswegen, ja, und so kann ich eben je nach Stimmung eine andere Hintergrundbeleuchtung machen, einstellen über die Fernbedienung. Das muss ich aber gerade ausprobieren. Ich brech zusammen.
Hackezahl, da brauche ich doch tatsächlich bloß eine von den Fernbedienungen. Ja, auch egal. Gut, dass die Empfängerteile so weit auseinander sind. Aber ich würde mal sagen, passt. Und boah, hot heute. Soll ich euch was verraten? Der USB ist momentan ausgesteckt. Haha. Und nein. Board. Das baue ich jetzt zusammen. Jetzt muss ich aber erstmal auf den Tacho gucken, wie viel spät wir es schon haben. Ach, 7:30. Mal schauen, was es zum Essen heute gibt. Okay, Leute. Joyboard. Zusammenbauen, einsetzen. Und dann wäre das Ding eigentlich bis auf die T-Molding-Kante außenrum ziemlich fertig. Mhm. Und oben natürlich noch das Glas und ja, das sind so Kleinigkeiten, die kann ich ja hinterher dann auch noch machen, wenn er vorne steht. Hauptsache, hier herin wird endlich frei, dass ich meinen anderen Scheiß machen kann. Naja, hilft nichts. So Leute, weiter geht's mit den Joysticks und was sehe ich gerade? Ich habe hier ein Loch noch gar nicht ausgeschnitten. Ja. Schön ausrichten. Naja, sehen ja ganz gut aus. Dass die halt hier schön mittig drin liegen. Und dann anziehen. Ja. Und die Schlossschrauben versinken dann hier drin. Und dann ist gut. Aber jetzt schneide ich erstmal das Loch noch aus. Joysticks werden fest. Wunderbar. Jetzt kommt die Scheibe drauf. Ja, das nochmal kurz abwischen. Habe ich zwar gerade schon, aber ich habe testhalber die Scheibe mit der Folie drauf und wieder Fussel drauf. Aber egal. Scheibe, Folie abziehen. Sauber machen. Drauflegen. Außen die Schrauben mal ansetzen. Ja, und dann kann ich die Buttons alle einsetzen. Also irgendwie mit der zusätzlichen Scheibe hier drauf sieht es schon noch mal richtig geiler aus als das Schild. Ja, und dann werde ich Stück für Stück hier jetzt die Buttons einsetzen. So einfach ist es. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich euch damit jetzt eine Stunde quälen muss. Und deswegen mache ich jetzt die Cam derweil aus. Setze die ganzen Buttons ein und dann können wir verkabeln. Hier habe ich jetzt die Kabel schon mit drauf gesteckt. Eine Plastikmutter habe ich getötet beim Anziehen. Naja, da liegt schon die Heißklebe. Ein Tupfen drauf, dass das hoffentlich dann hält und nie locker wird. Ja, was ist hier zu beachten? Plus und Minus auf alle Fälle. Besonders bei den LED-Beleuchtungen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig angeklemmt. Ja, genau. Aber das werden wir nachher dann ja eh alles sehen. Das kommt dann alles hier rüber auf das Teil hier, auf die Steuereinheit. So Leute, da ich hier ja jetzt andere Schalter habe, muss ich hier schnell noch andere Steckerle hinpinöpeln, ja, an die Kabel und das Ganze dreimal. Wo flatten sie denn hier? 1, 2, 3. Und das mache ich jetzt. Und dann können wir alles an die Boards anschließen und dann endlich mal einen Testlauf. Blurdige Hennerkäpf. Ja, der Plan sagt genau so, wie es hier jetzt aussieht und halt noch ein bisschen Isolierband drum, dass das nicht runterrutschen kann. Sprich, ich habe die Kabel gleich verlängert, dass die auch nach hier drüben dann ausreichend sind. Zumindest der letzte. Die anderen, ja gut, das binde ich dann ein. Ja, und die Stecker hier rein, von denen habe ich noch exakt den gehabt und den hier. Und
Das war's. So ein Mist. Jetzt kann ich den Sheetkram heute doch nicht fertig machen. Aber was ich machen kann, ich könnte die Platinen noch hinschrauben. Genau. Und das mache ich jetzt. So. Hier für die Platinen kommen jetzt die Platinenfüße ins Spiel, wo ich gekauft habe. Einfach damit ich das Ding nicht hardcore hier festnageln muss. Ja, das kommt dann hier irgendwie so hin. Hier ist dann der USB-Anschluss, also die, was hier drin hängen. Und wie die Stecker nachher hier drauf gesteckt werden, in welcher Reihenfolge, ist sowas von Pieps, Wurscht, egal, weil ja die erstmal hoch, runter, links, rechts und dann ein Button nach dem anderen separat konfiguriert wird und sich ja der Raspi das dann merkt. Ja, und deswegen ist es schnurzepiep egal, wie wir die da reinstecken. Ja, genau. Tada! Und so sieht es jetzt aus mit Platinenfüßen. Und Leute, verdammt nochmal! Ich habe jetzt so viele Videos schon gesehen mit solchen Boards, wo einer gebaut hat. Warum verdammt nochmal könnt ihr euch nicht mehr noch ein paar Platinenfüße leisten und das Zeug ordentlich festschrauben? Warum lässt ihr den ganzen Krempel einfach immer unten rumhängen? Ne, also wirklich. So, das musste jetzt auch noch loswerden. Aber ich möchte jetzt unbedingt sehen, wie das Board da oben drauf aussieht und deswegen drehe ich das jetzt um. Mach's von oben schnell fertig und leg das einfach einmal drauf, nur um zu gucken. Boah, und schon muss ich mich wieder aufregen. Der Coin ist ein klein bisschen schief, das könnte ich ja noch verkraften. Aber das Manschkalett, dass das so schief ist, ja, das regt mich schon irgendwie auf. Und deswegen schraube ich den von hinten nochmal los, tu den ein klein bisschen drehen und zieh ihn wieder an. Könnt ihr euch noch erinnern, dass ich oben am Ding ausgesägt habe, damit die Drucker hier reingehen? Tja, jetzt habe ich ja hier die Platinen hingemacht. Verdammt nochmal! Ich säge jetzt einfach hier noch die Ecken schnell aus mit der Luftsäge und dann sollte das Board reinpassen. Tja, ein bisschen was habe ich noch gemacht und zwar hier den Rand geklebt. Eigentlich wollte ich ja dieses Stück aus dem Vollen rausschneiden, also das Viereck innen, aber ja, ich habe hier an den Ecken stückeln müssen, weil ich einfach kein so großes Stück mehr gehabt habe und ne? Tja, jetzt fehlt hier bloß noch eine schöne Schrift drin. Leute, wie soll man den Automaten nennen hier? Arcadomat oder macht's mal Vorschläge. Vielleicht kommt ja von euch was Geiles. Tada! Alles soweit zusammen. Also mit Kabel bin ich ein bisschen fixiert, dass da nach unten nicht viel rumhängt. Und hier werden die USB-Dinger angesteckt und das lege ich jetzt drauf und dann probieren wir das Teil endlich mal aus, ja, ob er läuft. Und wenn ich das gemacht habe, geht es mit dem weiter. Wollen wir? Wollen wir. Ach so, ich muss hier unten auch noch einschalten. Moment. Kadünk. Oh, geil. Dann kann man hier noch die Lüfter einschalten. Dass die ganz einfach ein bisschen Luftzufuhr noch machen hier drin. Man kann ja nie wissen. Man könnte ja auch noch ein Bier reinstellen zum Kühlen. Hilfe, er heult los.
Das sind aber jetzt nur die Lautsprecher vom Monitor. Naja, muss ich nachher noch ausprobieren. Aber er läuft, Leute, er läuft. Also was ich jetzt schon gesehen habe, hier muss ich Beleuchtung umpolen und hier auf den ganzen Dingern. Er legt mir im Arsch. Das machen wir aber hinterher. Gamepad 1. Down. Left, right. Puh. Also Leute, ich konfiguriere jetzt die Dinger hier, die Buttons, und danach geht es dann eigentlich irgendwie weiter. Leute, das Ding mit der Konfigurierei macht mir jetzt schon wahnsinnig. Bis jetzt habe ich den zweiten Joystick noch nicht konfigurieren können. Außer im Spiel bin ich gerade nicht mehr rausgekommen. Und der Lautsprecher geht nicht. Verdammt nochmal. Jetzt kann ich das ganze Ding nochmal umschmeißen. Von unten den Subwoofer losschrauben. Den nochmal aufmachen und neu gucken, ob ich da nicht ein Kabel vergessen habe. Ich weiß es nicht auf alle Fälle. Leuchtet auch nicht das Lichtel, wo man einschalten kann. Naja, ich schaue ganz einfach nochmal nach. Leute, ihr könnt hier ganz unten den Steckplatz sehen. Meine Fresse, ich hab's das Hauptkabel vergessen anzustecken. So ein Scheiß aber auch. Gut, das stecke ich jetzt an und dann geht der Lautsprecher hoffentlich. Leute, ich raff's einfach mit der Konfigurierei nicht. Noch nicht. Da muss ich mich in aller Ruhe drum kümmern. Hey. Oh. Naja, wäre es in Deutsch, wäre es vielleicht einfacher. Aber so. Naja. Aber es läuft. Nur das zweite. Die zweite Bordgeschichte hier, die habe ich noch nicht geschafft zum Konfigurieren. Und so weiter und so fort. Naja, gut. Ich mache das Ding jetzt erst einmal aus. Schau, dass ich das T-Molding-Band hinbringe. Und dann stellen wir ihn vor. Und dann zeige ich ihn euch nochmal. Ja, Stück für Stück wird das T-Molding hier reingeklopft. An den Ecken habe ich einfach so eine kleine Aussparung in den Steg hier reingeschnitten, dass das sauber um die Ecken rumgeht. Ja, und das mache ich jetzt einmal rum, auf der Seite komplett rum, und dann hoffe ich, dass das Band noch ausreicht für das Playfield außenrum. Tada! Fertig wäre soweit, bis auf oben die Schrift. Ja, und vorstellen und noch ordentlich sauber machen. Ja, hier bin ich wahrscheinlich, wo ich um die Kurve rumgefräst habe, etwas zu tief gekommen. Da schließt es nicht ganz sauber ab mit der Scheibe. Aber genau dasselbe Spiel hatte ich hier um diese Kurve rum. Naja, dann ist mir noch passiert, beim letzten Mal reinmachen hat es hier böse gescherrt. Und hier, das habe ich jetzt auch bloß mit der schwarzen Farbe, ein Edding ein bisschen ausgebessert. Ja, und ansonsten ist er soweit fertig. Was soll ich sagen, Leute? Es war ein geiles Projekt. Ich danke allen Zuschauern. Und es wird auf alle Fälle nochmal ein Video kommen, wenn das Ding fertig konfiguriert ist. Wenn ich es irgendwann mal geschafft habe. Ja, und das mit der Scheibe oben drin, das wird dann in anderen Videos so ganz nebenbei mit auftauchen, was da dann drin steht. Also noch habe ich keinen Namen. Retro Arcadomat oder irgendwie sowas wird da auf alle Fälle noch reinkommen.
Okay, dann, Leute, ich bringe das Ding jetzt vor, räume hier auf und wir sehen uns. Tschaikowski.